Ja, wunderbar. Also im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen freue ich mich, Sie dann hier begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Veranstaltung aus der Reihe Böll Zoom. Böll Zoom, dabei handelt es sich um eine Diskussionsreihe, die in lockerer Folge grundsätzliche Fragen beleuchtet, die sich im Kontext von Corona durch ein Zoom vergrößern und zuspitzen. Unser heutiges Thema ist ein höchst aktuelles. Das heißt, systemrelevant und schlecht bezahlt, Pflege- und Sorgearbeit im Kontext der Corona-Krise. Und wie wir heute alle in den Tageszeitungen lesen konnten, mit den Tarifverträgen und so, wirklich absolut aktuell. Darüber diskutieren werden zum einen Cordula Schulz-Asche, Bundestagsabgeordnete, Bündnis 90 Die Grünen und pflegepolitische Sprecherin. Zum anderen Alexandra Villa, Krankenpflegerin und Personalratsvorsitzende am Uniklinikum Essen. Und als drittes Professorin Dr. Ute Klammer, geschäftsführende Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Moderatorin der Veranstaltung ist Andrea Blome, Journalistin und Moderatorin aus Münster. Sie wird uns auch inhaltlich gleich in das Thema einführen und dann die inhaltliche Diskussion leiten. Ich möchte hier Ihnen als den Zuschauerinnen jetzt bei YouTube gerade nochmal die Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie auch dann teilnehmen können an dieser Veranstaltung. Sie sehen unten bei sich oder auch bei manchen Geräten, es hängt von Ihren Geräten ab, die Sie benutzen jetzt beim Stream, oben den Button F und A, also Frage und Antwort. Wenn Sie im Laufe der Diskussion ein Statement haben oder Fragen haben, die Sie gerne von den Expertinnen hier noch weiter erörtert haben wollen, dann bitte ich Sie, drücken Sie auf diesen Button, diesen Knopf F und A und schreiben Sie da Ihre Antwort oder Ihr Statement rein. Ich sammle alle diese Inputs, die von Ihnen kommen, und Frau Blome wird dann später im Laufe der Veranstaltung auf mich zurückkommen und dann Ihre Fragen alle aufnehmen und die werden wir dann hier in der Runde gemeinsam diskutieren. So viel von mir und jetzt übernimmt Frau Blome. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Ivan Gregoritsch, für die Einführung. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Live-Chat oder Live-Webinar Systemrelevant und schlecht bezahlt. Die Corona-Krise, das glaube ich, haben wir alle in den letzten Monaten erlebt, ist wie ein Vergrößerungsglas, wie ein Brennglas. Wir haben Skandale in der Fleischindustrie erlebt, wir haben erlebt den Fluch und Segen von Homeoffices, wir haben erlebt, was für ein Digitalisierungsdefizit es in vielen Verwaltungen gibt. Wir haben ganz viele Probleme gesehen, die nicht neu sind, die aber schärfer und deutlicher sichtbar werden. Und so ist es auch mit der Pflege- und Sorgearbeit. Es ist deutlicher geworden in den vergangenen Monaten, wie systemrelevant diese Arbeit ist. Und es ist gleichzeitig deutlicher geworden, wie schlecht oftmals die Bedingungen und auch die Bezahlung sind in diesen Bereichen. Das wollen wir uns heute genauer angucken. Was ist mit dieser Schere, mit diesem Druck zwischen Systemrelevanz und schlechten Bedingungen und schlechter Bezahlung? Warum ist es eigentlich so, dass seit vielen Jahrzehnten in dem Bereich eine andere Bewertung, eine Aufwertung gefordert wird, wir aber so wenig vorankommen? Welches sind die Hindernisse, die dem entgegenstehen? Und wo stehen wir aktuell in der politischen Diskussion bei der Frage nach Strategien und Perspektiven? Wer fordert was und was muss als nächstes passieren? Darüber wollen wir ins Gespräch kommen mit den Gesprächspartnerinnen, mit den Expertinnen. Und Herr Gregoritsch hat sie gerade schon vorgestellt. Das Tolle ist an dieser Runde, wir haben Wissenschaft, Politik und Praxis an einem Tisch. Denn um diesen Dialog soll es heute gehen. Und Sie sind auch dabei. Und ich möchte die Einladung nochmal wiederholen, dass Sie sich aktiv beteiligen mit Ihren Fragen, Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen an dieser Diskussion. Ich sage Ihnen kurz was zum Ablauf. Wir stellen uns das so vor: Ute Klammer wird ein kurzes Referat geben, einen Impuls als Einführung in das Thema. Das kann sie vor allen Dingen besonders gut, weil sie sich seit vielen, vielen Jahren auch als wissenschaftliche Politikberaterin mit diesem Feld Gender und Arbeitsmarkt beschäftigt. Sie war Vorsitzende der Sachverständigenkommission für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.
zum Thema Erwerbs- und Sorgearbeit neu gestalten. Und nach diesem Impulsreferat wollen wir dann mit den anderen beiden in eine erste Diskussion einsteigen, um uns nochmal anzugucken, wie ist die Situation aktuell, was sind die Hindernisse. Und dann wollen wir mit Ihnen gemeinsam auf die Suche gehen, nach Perspektiven, nach Strategien und Lösungsansätzen. Das zum Ablauf und damit darf ich zunächst an Ute Klammer abgeben und Sie um Ihren Impuls bitten. Sie haben das Wort. Ja, also ich habe die Aufgabe bekommen, etwas zu referieren über zwischen Corona-Applaus und Gender Care Gap. Und der Gender Care Gap, wie vielleicht einige wissen, ist ja eine Größe, die wir entwickelt haben, tatsächlich als Messgröße in der zweiten Gleichstellungskommission. Insofern werde ich heute über den Bereich Fürsorge, Arbeit und Pflege in zweierlei Hinsicht reden, nämlich einerseits über die bezahlte und auch über die unbezahlte Sorgearbeit. Und das ist ja beides ein Thema, was relevant ist für die Genderfrage. Leider klickt er jetzt nicht weiter. Warum tut er das nicht? Ich komme nicht in die nächste Folie hinein. Wie kann das sein? Herr Grigoritsch, können Sie da... Also ich kann leider da gar nichts machen. Das liegt jetzt nicht an mir. Die Damen und Herren, die Zuschauer, die sehen, es ist live und da passieren auch solche Sachen. Aber ja. So, jetzt kommen wir weiter. Alles klar. Gut. Also möchte ich etwas kurz sagen zum Gender Care Gap, zu den Befunden und Ursachen, etwas zu dieser Frage, die uns ja sehr viel bewegt. In diesen Zeiten führt die Corona-Krise eigentlich zur Retraditionalisierung von Geschlechterarrangements im Lebensverlauf und in politischen Krisenzeiten. Und dann möchte ich kommen zur professionellen Sorgearbeit, also zur bezahlten Sorgearbeit und zu versuchen, die politisch zu adressieren, um dann überzuleiten in unsere gemeinsame Diskussion, was denn jetzt eigentlich zu tun ist oder was möglicherweise zu tun wäre. Fangen wir also an mit dem Gender Care Gap, den wir entwickelt haben oder als Maßgröße für die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern, der unbezahlten Arbeit. Das ist jetzt sehr schwierig, wie man die berechnet. Man muss verschiedene Arten von Tätigkeiten hier einberechnen. Was gehört alles zur unbezahlten Care-Arbeit? Ich habe das hier mal alles aufgelistet. Das Entscheidende ist, dass das wissenschaftlich so abgegrenzt wird, dass das, was dritte Personen auch tun könnten gegen Bezahlung, dass wir das alles als Arbeit rechnen. Also nicht etwa, wenn wir uns selber pflegen oder schlafen, Sorgearbeit für uns, aber das, was dritte Personen machen könnten, das Drittpersonenkriterium ist hier relevant. So haben wir das also anhand der Zeitbudgetstudien ausgerechnet, was tun eigentlich Männer und Frauen im Bereich der Sorgearbeit. Und jetzt hängt schon wieder diese Folie und ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das... Ah, jetzt haben wir es. Gut. Wenn man das jetzt berechnet, den sogenannten Gender Care Gap, und das haben wir erstmals im zweiten Gleichstellungsbericht getan, dann sehen wir, wie viel Frauen an unbezahlter Sorgearbeit mehr leisten als Männer. Und wir sind da zu dieser Zahl 52,4% gekommen. Das sind jetzt nicht mehr ganz neue Zahlen, aber das liegt daran, dass diese Zeitbudgeterhebungen einfach nicht so oft gemacht werden. Im Großen und Ganzen wird sich das auch bis heute nicht verändert haben. Wir können daraus lernen, dass ungefähr für eine Stunde unbezahlter Sorgearbeit, die ein Mann entrichtet, eine Frau anderthalb macht. Also ungefähr 50% mehr an Sorgearbeit. Das heißt, es ist schon eine ganz deutliche Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Und wenn man jetzt sich das ansieht über den Lebensverlauf, das kann man hier ganz gut auf dieser Grafik sehen, dann zeigt sich eben deutlich, dass es nicht nur um die Phase geht, wo vielleicht möglicherweise kleine Kinder im Haushalt sind und wir sogenannte Rush Hour of Life haben, also die Phase, wo sich alles verdichtet, weil viel private Arbeit zu leisten ist, sondern wir sehen an diesen grauen Säulen im Verhältnis zu den blauen Säulen,
dass sich das eigentlich über das ganze Leben zieht, über alle Altersstufen, dass die Frauen doch sehr viel mehr private Sorgearbeit leisten. Wie kommt es eigentlich dazu? Da komme ich dann schon zu meinem zweiten Punkt. Wir reden hier von einer Retraditionalisierung von Geschlechterarrangements im Lebensverlauf. Und jetzt diskutieren wir es zusätzlich noch in Bezug darauf, dass wir es auch offensichtlich mit einer Retraditionalisierung in politischen Krisenzeiten wie der gegenwärtigen, nämlich der Corona-Zeit, zu tun haben. Dieser Gender Care Gap, den wir beobachten in Deutschland, der ist nämlich nicht nur alleinstehend, sondern er ist verbunden mit anderen Gaps, die wir sehen zwischen Frauen und Männern in Deutschland. Das ist natürlich vor allem dieser Gender Pay Gap, den sehen wir stark, und das sehen wir gleich nochmal genauer in den Sorgeberufen, in den sozialen Dienstleistungsberufen, aber natürlich auch generell in der Gesellschaft. Und der liegt bei uns in Deutschland eben immer noch über 20% auf Stundenlohnbasis. Aber das addiert sich eben auch zu einem Gender Lifetime Earnings Gap. Über den Lebenslauf bezogen haben Frauen ungefähr 49% geringeres Gesamterwerbseinkommen als Männer. Und das schlägt sich dann entsprechend auch in der Rente nieder. Da haben Frauen nämlich immer noch mehr als 50% weniger eigene Alterssicherungsleistung, eigene Rente als Männer. Das heißt, es ist ein Problem, was wir sehen in der Bezahlung von Frauenberufen, aber auch über, was sich kumuliert über den Lebensverlauf und dann erst recht im Alter niederschlägt. Und das führt auch mit dazu, dass wir auch bei der privaten Sorgearbeit das Phänomen haben, dass sich selbst Paare, die mal sich alles gleichermaßen teilen wollten, spätestens nach dem ersten Kind entscheiden, dass derjenige, der weniger Geld verdient, in der Regel zu Hause bleibt zunächst. Und das sind dann eben meistens die Frauen durch den Gender Pay Gap und andere Anreize, die unser Sozialleistungssystem ebenso mit sich bringt, wie das Ehegattensplitting. Das ist ja hinreichend bekannt. Und das führt eben dazu, dass hier auch eine Teilzeitkarriere aufgebaut wird, dass über den Lebensverlauf wieder viel weniger Erwerbseinkommen generiert wird und so weiter. Und was wir jetzt sehen in Corona-Zeiten ist tatsächlich, dass der Lockdown zum Beispiel ungleiche Verteilung der Sorgearbeit bei den nach Frauen und Männern wieder nach sich gezogen hat. Wir haben Frühstudien gehabt, die gezeigt haben, dass zum Beispiel die eingesparten Mobilitätskosten durch den Lockdown in Verbindung mit den Schul-Lockdowns und Kita-Lockdowns vor allem dazu geführt haben, dass Frauen wieder mehr Sorgearbeit übernommen haben zu Hause und es da wieder noch zu einer weiteren Retraditionalisierung gekommen ist. Mit Ausnahme solcher Familien, wo nur der Mann Homeoffice machen konnte und zum Beispiel die Frau als Krankenschwester, Pflegerin gar nicht diese Möglichkeit hatte, da ist es dazu gekommen, dass Männer überproportional Sorgearbeit übernommen haben, aber eben nicht, wenn beide gleichermaßen plötzlich ins Homeoffice verbannt waren. Wir können also sagen, und hier habe ich mal ein Zitat mitgebracht aus dem IWD, was auf einer wissenschaftlichen Studie beruht, und das lese ich einfach mal vor. Deutlich erkennbar ist das Muster der traditionellen Arbeitsteilung, bei der Frauen sich vermehrt um Haushalt und Kindererziehung kümmern, während Männer eher bezahlter Vollzeitarbeit nachgehen. Die Corona-Pandemie trifft Frauen daher doppelt. Zum einen reduzieren Frauen ganz praktisch in höherem Maße die bezahlten Arbeitsstunden in ihrer Erwerbstätigkeit. Das war nämlich auch ein Ergebnis der Studien, die hier angefertigt wurden. Zum anderen kümmern sich Frauen häufiger um die Organisation der Kinderbetreuung. Sie verrichten damit Planungsarbeit, die oftmals unbemerkt für andere geschieht. Es ist wahrscheinlich, dass beide Prozesse Folgen für den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern haben werden, die auch über das Ende der Beschränkungen hinaus wirksam sein werden. So könnte sich das im Durchschnitt ohnehin geringere Lohnniveau von Frauen in Deutschland trotz aller politischen Bemühungen weiter verfestigen oder noch verstärken. Das ist sicher etwas, was wir nachher weiter diskutieren werden. Ich komme jetzt zu diesem Feld der professionellen Sorgearbeit, also zu dem, was wir in der ganzen Corona-Zeit jetzt beklatscht und belobigt haben, aber wo wir uns wirklich mal angucken
müssen, wie sieht denn die Bezahlung bisher aus? Was ist also professionelle Sorgearbeit wert? Wenn wir in Deutschland uns diesen sogenannten Gender Pay Gap ansehen von, wie ich schon sagte, 21% nach wie vor, dann wird immer davon geredet, dass man einen Großteil dessen ja auch erklären kann, nämlich das ist unterschiedliche Bildung, Berufserfahrung, Beschäftigungsumfang, Beruf und Branche und so weiter von Frauen und Männern, die mit dazu beitragen, dass hier Unterschiede zwischen den Stundenlöhnen von Frauen und Männern da sind. Und dann wird oft gesagt, naja, was dann wirklich übrig bleibt vom Gender Pay Gap als unerklärter Rest, das sind dann vielleicht ein Fünftel des ausgewiesenen Gender Pay Gaps. Hier wären es dann 4,43 Euro pro Stunde, die nicht erklärbar sind sozusagen. Aber das wird sehr häufig damit verwechselt, dass eine Erklärung auch schon eine Rechtfertigung ist. Und das, vor diesem Fehler müssen wir uns wirklich hüten, weil wenn zum Beispiel gesagt wird, naja, die Frauen arbeiten mehr Teilzeit, das ist ein Grund für geringere Stundenlöhne auch, dann ist es noch keine Rechtfertigung dafür. Oder wenn man sagt, bestimmte Branchen, da wird schlechter bezahlt, dann ist es ja noch keine Rechtfertigung, sondern nur eine Erklärung. Und was wir uns angesehen haben in einem Projekt, was ich geleitet habe und mit zwei Kolleginnen, Christina Klenner und Sarah Lillemeier, durchgeführt habe, das ist, welche Anforderungen haben denn wirklich bestimmte Berufe und wie werden diese Anforderungen entlohnt? Das Projekt hieß Comparable Worth und das hat sich damit beschäftigt, was denn eigentlich in Deutschland vergleichbare Arbeit ist, wenn man sich die Anforderungen ansieht, die tatsächlich einzelne Berufe mit sich bringen. Und diese Anforderungen unterscheiden wir letztlich in vier Kategorien, nämlich Verantwortung. Verantwortung kann sein Verantwortung für Maschinen, aber auch eben für Menschen. Physische Anforderungen, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber auch Wissen und Können, da steht sowas wie Ausbildung hinter und psychosoziale Anforderungen. Zum Beispiel, wenn man jemanden pflegt und große Empathie braucht und persönliche Belastung dadurch hat. Da gibt es 16 Kriterien, auf die ich nicht eingehen will, aber nach denen haben wir Berufe klassifiziert und uns angesehen, wie diese Berufe denn tatsächlich entlohnt werden. Und da ist erstmal statistisch nachgewiesen worden durch uns, was wir eigentlich schon immer geahnt haben, dass nämlich Berufe, die eigentlich von der Gesamtarbeitsbelastung vergleichbare Werte haben müssten, das haben wir in einen Index gepackt, der verschiedene Ausprägungen annehmen konnte, dass die aber in Deutschland sehr unterschiedlich bezahlt werden und, oh Wunder, dass es da eine ganz starke Geschlechterdimension gibt. Hier habe ich mal eine Abbildung mitgebracht, die zeigt verschiedene Berufe, die wir alle nach Durchsicht aller Belastungen, die in bestimmten Quellen dafür angegeben werden, in die Kategorie 27 eingruppiert haben. Das ist egal, der Wert kann zwischen 15 und 32, 33 annehmen. Das sind eigentlich Berufe, die müssten vergleichbar sein von der Gesamtsumme der Belastungen. Und da finden wir Berufe, die sehr männlich geprägt sind, wie Ingenieurin in der Elektrotechnik oder Ingenieurin ohne Elektrotechnik. Aber wir finden auch Berufe da drin, die typische Frauenberufe sind. Das sieht man hier ganz rechts an der Spalte, wie groß der Frauenanteil in der Berufsgruppe ist. Und zu den sehr weiblichen Berufen gehören zum Beispiel Lehrkräfte im Primar- und Vorschulbereich oder eben auch Betreuungsberufe im Gesundheitswesen. Und wenn wir uns jetzt ansehen, was die Leute da pro Stunde im Durchschnitt verdienen, bei Berufen, die eigentlich gleichwertig sein sollten oder von den Belastungen wohl auch sind, dann zeigt da sich nicht nur ein Gender Pay Gap von 21%, sondern man sieht es hier an zwei Vergleichen, dass das oft über 40 bis über 50% zwischen typischen Frauen- und Männerberufen ist. Das heißt, die Frauen verdienen entsprechend weniger. Oder in den Berufen, wo viele Frauen sind, so muss man sagen, verdient man deutlich weniger. Und das sind vor allem die sozialen Dienstleistungsberufe, bei denen wir hier sehen können, da könnte ich viele Beispiele bringen, dass sie deutlich unter dem eigentlichen Anforderungsniveau bezahlt werden. Jetzt versucht die Politik natürlich schon seit einiger Zeit, hier was gegen zu tun. Die Frage ist, und zwar sowohl für die Aufwertung der privaten Sorgearbeit, der unbezahlten Sorgearbeit, aber auch für die professionelle Sorgearbeit. Und da will ich jetzt nur mal jeweils auf wenige Punkte eingehen.
Bei der privaten Sorgearbeit ist klar, die wird nicht bezahlt. Da gibt es auch immer mal wieder Konzepte, sowas auch monetär zu entgelten. Aber der politische Ansatzpunkt ist im Moment vor allem, über Rente hier was zu machen und zumindest das auszugleichen in der Rentenphase, dass hier Frauen sehr viel mehr Arbeit leisten. Man hat es vor allem getan und durchaus mit Erfolg über die Besserbewertung von Kindererziehungszeiten. Man sieht hier doch sehr schön an diesen roten Säulen oder orangen Säulen, dass alleine die erste Aufwertung von Kindererziehungszeiten, also Mütterrente, hier schon zu einem deutlichen Anteil der Anteile von Rente in Frauenrenten geführt hat, die auf Kindererziehung zurückgingen. Also während 2013 noch eine durchschnittliche Frauenrente nur zu 8% aus Bewertung von Kindererziehung bestand, ist es jetzt schon über 15% 2014 gewesen. Und es hat ja nochmal eine Erhöhung der Mütterrenten gegeben. Also das bringt schon was in der Verbesserung von Frauenrenten. Das aktuelle Projekt der laufenden Legislaturperiode ist natürlich die Grundrente als neue Leistung für langjährig Versicherte, die mindestens 33 Jahre Mitglieder, also rentenrelevante Zeiten haben, grundrentenrelevante Zeiten, und die soll ja ab Juli 2021 kommen. Da wird argumentiert, und es ist auch statistisch richtig, dass überwiegend Frauen davon profitieren werden, würden, wie auch immer, etwa 70%. Allerdings, und das könnten wir jetzt auch vertiefen, das ist keine gezielte Würdigung von Sorgearbeit, sondern es knüpft ja letztlich an, vor allem an der Dauer der Versicherungszeit. Und es könnte sogar auch eine Teilzeitfalle verstärken, insofern dann Frauen vor allem so viel arbeiten würden, wie bis sie sozusagen diesen Grundrentenanspruch haben. Das Argument ist jedenfalls, dass es keine wirkliche Würdigung von Sorgearbeit im Haushalt ist, sondern einfach eine Leistung für langjährig Versicherte. Ja, ich glaube, das überspringe ich mal. Jetzt komme ich zu dem zweiten Thema. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit unserer Würdigung von bezahlter Sorgearbeit, also den sozialen Dienstleistungsberufen, aus? Da glaube ich schon, dass Corona uns bewusst gemacht hat, dass wir hier einen wirklichen Nachholbedarf haben und diese Berufe sicher lange Zeit bis heute viel zu schlecht bezahlt haben oder immer noch bezahlen. Man sieht es vor allem in der öffentlichen Thematisierung der Sorgeberufe oder der sozialen Dienstleistungsberufe. Ich habe hier mal mitgebracht aus einer laufenden Arbeit einer von mir betreuten Masterstudentin. Die hat mal ausgewertet, wie oft das Thema Pflege in Medien, und zwar jetzt in Die Zeit online und Bild online, in den letzten Monaten thematisiert wurde. Sehr häufig dann auch wirklich mit diesem Tenor, da muss was getan werden, wird zu wenig gezahlt. Und da sieht man so einen deutlichen Peak in der Corona-Hochphase im Frühjahr. Jetzt ist es zwar etwas abgeebbt, aber das hat schon einen deutlichen Aufmerksamkeitsschub auf jeden Fall für dieses Thema gebracht. Das Problem, und da werden wir sicher gleich näher drauf eingehen, ist, dass es eben sehr schwierig ist, aus verschiedenen Gründen zu einer wirklichen Aufwertung von persönlichen Dienstleistungsberufen zu kommen. Ich habe hier mehrere Gründe zusammengestellt, auf die ich nicht einzeln jetzt eingehen kann an dieser Stelle. Vielleicht gehen wir nachher hier auf das eine oder andere näher ein. Aus einem hervorragenden Papier zu diesem Thema von Dorothea Voss und Christina Schildmann zur Aufwertung sozialer Dienstleistungsarbeit und den Stolpersteinen, die wir hier haben. Und die müssen wir uns einfach ansehen, wenn wir diskutieren, warum geht es da so schwer nach vorne? Und das geht wirklich von den Richtwerten zur Personalbemessung und deren Umsetzung tatsächlich, die erst ansatzweise probiert wird, wie in dem Charité-Tarifvertrag, der jetzt abgeschlossen wurde, über Fragen von Fachkräftemangel, über vor allem diese sehr komplizierten Entlohnungsstrategien und diese völlig zersplitterte Tariflandschaft, wo wir es ja mit privatwirtschaftlichen Arbeitgebern zu tun haben, mit öffentlichen Arbeitgebern, mit kirchlichen Arbeitgebern, mit einer Fülle von Tarifverträgen und
die, also wo auch ganz schwer die Allgemeinverbindlichkeit zum Beispiel umsetzbar wäre, weil man da zeigen muss, dass hier ein Tarifvertrag sozusagen ein besonders hohes Gewicht hat, und in dieser völlig zersplitterten Tariflandschaft ist eben sehr schwer, Einigkeit herbeizuführen, und es gibt nur vereinzelte Kooperationen, also es ist einfach ein ganz schweres Feld. Dazu kommt, dass die, es wird jedenfalls immer wieder gesagt, dass die Beschäftigten oft aus unterschiedlichen Gründen nicht sehr gut fähig sind, kollektiv zu handeln. Sie sind ja auch bisher gewerkschaftlich oft nicht sehr gut engagiert. Es verbessert sich anscheinend jetzt etwas, aber das ist auch noch ein Schwachpunkt. Und dass viele Frauen dann auch einfach gar nicht Vollzeit zur Verfügung stehen, das Arbeitskräftepotenzial nicht ausgeschöpft wird. Also es sind viele Stolpersteine in diesem Anliegen, die sozialen Dienstleistungsberufe tatsächlich besser zu bewerten. Dennoch, es gibt Zeichen der Hoffnung. Gestern gab es neue Einigung in Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst. In Potsdam wurde ja getagt, mehrere Tage. Und es sind jetzt Lohnsteigerungen zwischen 3,2 und 4,5% bis Ende 2022 vereinbart worden. Und tatsächlich profitieren diesmal die unteren Tarifgruppen überproportional. Und gerade für Pflegekräfte gibt es überproportionale Lohnerhöhungen und Corona, verschiedene Arten von Corona-Prämien, die vereinbart wurden. Also wir können jetzt davon ausgehen, dass immerhin auf Basis dieses Tarifvertrags Lohnzuwächse in der Pflege zwischen 8,7% bis 10% in der Intensivpflege sich realisieren lassen. Also ich glaube, das ist schon ein gutes Signal und gibt gewisse Hoffnung, dass hier Corona auch mal was Positives bewirkt hat. Ja, was ist zu tun? Ich denke, die Probleme sind eigentlich erkannt und es liegen auch Vorschläge vor. Einiges wird schon angegangen, aber ich habe wenigstens kurz mal versucht zu zeigen, welche dicken Bretter wir hier zu bohren haben, gerade wenn es um soziale Dienstleistungsberufe geht. Wir brauchen eigentlich einen neuen gesellschaftlichen Konsens über die Bedeutung von Fürsorge, privater, aber auch sozialen Dienstleistungen für Wohlstand, Lebensqualität und die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Und ich denke, da müssen wir alle mitarbeiten, damit wir eine bessere Aufwertung von Sorgearbeit bekommen und nicht wie auf diesem Bild drei Frauen letztlich so viel wiegen wie zwei Männer. So viel erstmal, das war die Forschung, auf die ich mich eben bezogen habe, und dann freue ich mich, wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Ganz herzlichen Dank, Ute Klammer, für den Einstieg. Ich gucke mal gerade bei den Fragen und Antworten, ob es direkt zum Vortrag Rückfragen gibt, Verständnisfragen gegebenenfalls, die wir mitnehmen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Ivan Gregoritsch, gibt es da Fragen, auf die wir noch eingehen müssen, bevor wir einsteigen in die Debatte? Ihr Mikro? Jetzt habe ich nicht mitgedacht. Dankeschön. Ja, es gibt schon eine Frage. Welche Rolle spielt schulische Bildung Ihrer Meinung nach bei der Bildung von Einstellungen zur Sorge- und Pflegearbeit? In Erinnerung an meine Schulzeit scheint es so, dass diese Art von Berufen oder Tätigkeiten eine sehr geringe Rolle spielten, wenn es um Berufsorientierung ging. Mithin wurden Tätigkeiten wie beispielsweise Hausfrau oder Hausmann oder die Pflege von Angehörigen mit sehr großer Geringschätzung behandelt. Hinterlässt das nicht Spuren bei jungen Erwachsenen? Diese Frage haben wir bisher. Ja, also auf jeden Fall ist es sicherlich eine Aufgabe auch der Schule und der frühen Bildung, auch darauf aufmerksam zu machen, welche wichtigen Tätigkeiten das sind und hierfür zu werben sozusagen, dass Personen beiderlei Geschlechts, wir wollen ja auch gerade mehr Männer in der Pflege haben und in sozialen Dienstleistungsberufen, dass sie sich diesen Berufen sozusagen öffnen. Es gibt auch Befragungen, die tatsächlich zeigen, da wird auch immer wieder darauf verwiesen, dass viele Jugendliche sich das durchaus vorstellen können, in diesen Berufen zu arbeiten. Nachher ergreifen sie doch oft andere Berufe. Das ist auch so wie bei Boys and Girls Days, dass dann plötzlich dann zuerst sagen alle, oh, ist doch spannend, und alle Mädels sagen, ist spannend, so ein technischer Beruf, dann machen sie doch was anderes, und bei den Jungs umgekehrt.
Ich glaube tatsächlich, das ist ein Gedanke, der mir in den letzten Jahren häufiger gekommen ist, dass wir ein bisschen auch vorsichtig sein müssen mit diesem Bild immer von Aufstieg durch Bildung, und wir müssen alle, die irgendwie können, sollten unbedingt studieren, und das ist eigentlich das Beste, was man überhaupt tun kann. Es gibt sehr viele Berufe, die A, sehr wichtig sind und B, auch sehr, glaube ich, rewarding, also sehr viel auch persönlich für die Persönlichkeit bedeuten und für die Gesellschaft, die wir vielleicht dann so ein bisschen nicht wertschätzen, auch in dieser Rhetorik um, jeder sollte doch studieren, wenn er oder sie kann. Und dann, wir haben mal eine Studie in Auftrag gegeben, tatsächlich, wo es um Mismatch auf dem Ausbildungsmarkt ging und die Frage, wieso wollen denn viele Jugendliche keine Ausbildungsberufe ergreifen? Und es hat eben sehr viel auch mit diesem gesellschaftlichen Diskurs zu tun, dass alle sagen, also wenn du doch kannst, dann, und du hast ein Abi, dann studier doch jetzt. Gut, wir können dem begegnen durch eine Teilakademisierung auch sozialer Berufe, wird ja getan. Frühkindliche Bildung gibt es Bachelor jetzt auch für Hebammenwissenschaft und Pflege. Aber wir sollten auch deutlich machen, dass Berufe, die auf Ausbildungen beruhen und nicht ein Studium voraussetzen, auch ganz, ganz wertvolle Berufe sind für die Gesellschaft. Und vermutlich passt auch das zu dem Gedanken, den Sie ganz zum Schluss geäußert haben. Wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Konsens. Auch da gehört diese Wertschätzung von Berufen und Berufsbildern auch dazu und die entsprechende Qualität der Ausbildung, die Wahrnehmung der Qualität. Da kommen wir sicher gleich auch in der Diskussion nochmal drauf. Ich will unsere beiden anderen Gäste mit ins Gespräch holen. Und Frau Willer, ich hatte ursprünglich gedacht, ich frage Sie angelehnt an unseren Titel, wie haben Sie das erlebt in den vergangenen Monaten in der Corona-Zeit? Aber angesichts des topaktuellen Tarifabschlusses will ich Sie doch auch zuerst danach fragen. Und auch wenn Sie arbeiten in der Uniklinik in Essen, das heißt, das ist eine Landeseinrichtung, sie betrifft jetzt dieser Abschluss nicht direkt, weil es ging um Bund und Kommunen, aber was bedeutet dieser Tarifabschluss für Sie? Also schönen guten Tag, und ich sollte am Anfang zeigen, vor welchem Hintergrund ich sitze, damit es nicht irritiert. Und wer es noch kennt, ist eine alte gewerkschaftliche Bewegung, macht meinen Kumpel nicht an, eine antirassistische gewerkschaftliche Initiative, die schon sehr alt ist. Ja, für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und auch für die alten Pflegekräfte in den Altenheimen, die zur Bund und Kommune gehören, ist das ein gutes Ergebnis. Es ist falsch, was sowohl Verdi, muss ich sagen, als auch der Bundesinnenminister gesagt haben, das wäre ein tolles Ergebnis für das Gesundheitssystem, weil es betrifft tatsächlich nur die Pflegekräfte im Krankenhaus. Das sind aber natürlich nicht nur die, die jetzt bei Corona sehr viel geleistet haben. Eine Reinigungskraft, die Corona-Zimmer geputzt hat in voller Schutzmontur, die hat nicht weniger geleistet als eine Krankenpflegekraft. Aber die Pflegekräfte werden jetzt aufgewertet. Das fällt auch deswegen den Arbeitgebern natürlich leicht, weil seit Traumanzeit, ja, der Herr Spahn sagt, dass bestimmte Beträge bei der Finanzierung der Pflegekräfte so 1:1 refinanziert werden und die Krankenhausträger es nicht zahlen müssen. Und es ist aber auch falsch zu sagen, dass jetzt diese Aufwertung der Pflegekräfte, indem sie jetzt mehr Geld bekommen, also nur auf die Corona-Krise zurück oder Corona-Situation zurückzuführen ist, weil Sie hatten ja gerade schon, bei uns gilt der Tarifvertrag der Länder, und wir haben das schon lange vor Corona gehabt, nämlich im Frühjahr letzten Jahres haben wir, und der öffentliche Dienst und beziehungsweise die Pflegekräfte sind jetzt so ungefähr auf unser Niveau nachgezogen. Das heißt also, das jetzt als Corona zu verkaufen, wäre falsch. Die Corona-Prämie zweifelsohne, die ist natürlich dem Corona-Umstand geschuldet. Aber es ist für die Pflegekräfte, und Frau Klammer sagte ja auch schon, 10% ist das jetzt aktuell natürlich eine tolle Aufwertung von dem rein materiellen, was sie so am Ende des Monats auf dem Konto haben. Wenn wir sagen, Corona ist so ein Vergrößerungsglas, so ein Brennglas, und Sie gucken in Ihre Branche, ins Krankenhaus, in den Pflegebereich, was war für Sie in den vergangenen Monaten das, was besonders groß wurde, was besonders sichtbar wurde, welche Problematik hat sich für Sie am schärfsten gezeigt? Also ich glaube, dass auch anknüpfen an das, was jetzt eingangs gesagt worden ist, den Pflegekräften, die
zunehmend in den letzten 10 bis 20 Jahren, auch davor schon, aber da waren es immer eher gewerkschaftliche Pflegekräfte, das hat sich ein klein bisschen geändert, ihre eigenen Wert nicht nur für sich selber erkennen, sondern ihn auch einfordern, dass der auch materiell und auch vom Sozialprestige gewertet wird. Das hat sich jetzt, das wissen die natürlich, was sie jeden Tag so leisten, aber jetzt durch die Corona-Krise hat sich das, ich nenne es jetzt einfach Corona-Krise, ne? Durch diese Corona-Zeit hat sich das also ihnen selber nochmal verdeutlicht und nicht nur durch diese ganze Applausschose, ne, das, was aber auch wieder zu einem großen Frust natürlich geführt hat, dass danach dann nicht mehr viel gekommen ist und die jetzt mit Streiktagen diesen Corona-Tarifvertrag erstreiken mussten, statt dass es selbstverständlich ist, dass der öffentliche Dienst dafür, dass er jetzt ein halbes Jahr den Laden am Laufen gehalten hat, was bekommt. Das hat also, glaube ich, mindestens den Pflegekräften klar gemacht, dass, was sie eh schon wussten, dass sie eine wertvolle Arbeit in dieser Gesellschaft haben, die aber irgendwie immer so ein bisschen im Dunkeln vor sich hin lebt und dass jetzt es plötzlich sie ans Licht gekommen sind, aber auch genauso schnell, sobald jetzt als im Sommer die Krise etwas abgeflacht hat, wieder auch ins Licht versinken. Das hat eine hohe Unzufriedenheit jetzt vor dem Tarifabschluss bei den Beschäftigten gemacht. Da Sie das ansprechen, im Grunde die Problematik kam ans Licht und ist dann aber auch tatsächlich wieder so ein bisschen in den Schatten geraten, Frau Schulz-Asche. Das ist auch immer verbunden mit der Kritik an dem, was dann politisch passierte. Auch wenn wir jetzt in diesem einen Bereich einen guten Tarifabschluss haben für die Pflegekräfte, ganz häufig richtete sich die Kritik in den vergangenen Monaten darauf, das Thema Pflege war sehr präsent und als dann das Corona-Konjunkturpaket kam, waren eigentlich diese sozialen Themen, Pflege, Krankenhäuser kaum berücksichtigt. Wie ist das passiert? Wie wird eigentlich im politischen Raum das Thema derzeit debattiert und auch versucht, den Scheinwerfer darauf zu halten? Naja, der Scheinwerfer ist ja durch die Krise selber auf diesen Beruf gelegt worden. Ich kann ehrlich Ihnen nicht für die Regierung antworten. Ich bin in der Opposition und ich mache Pflegepolitik seit vielen, vielen Jahren und kämpfe für die Aufwertung der Pflege und für eine andere gesellschaftliche Wahrnehmung. Von daher kann ich nicht erklären, warum bis auf die Pflegeprämie, die ja für die Altenpflegekräfte dann auch von mit Steuermitteln zum Teil finanziert wird, nicht sagen, warum der Rest untergegangen ist. Im Prinzip wissen wir seit vielen, vielen Jahren, dass wir einen Pflegenotstand haben und dass wir kein ausreichendes Personal für die anwachsende Nachfrage in diesen Berufen finden. Und es hat natürlich, und deswegen freut mich auch der Tarifabschluss jetzt, dass endlich mal wahrgenommen wird, dass dieser Beruf sehr, sehr schlecht bezahlt wird, auch für die Anforderungen, mit denen er immer ausgesetzt ist, nicht nur in Corona-Zeiten. Auf einer Intensivstation ist es völlig wurscht, ob Sie als Intensivpflegekraft jemand mit beatmen, der Corona hat, oder jemand aus anderen Gründen beatmen. Das heißt, es sind sowieso sehr anspruchsvolle Berufe, die eine ständige Fort- und Weiterbildung erfordern und die in der Vergangenheit tatsächlich vernachlässigt wurden. Der Unterschied zum Beispiel, wenn Sie eine Qualifikation machen von einer normalen Pflegefachkraft im Krankenhaus zur Intensivmedizin, dann haben Sie nur ganz geringe Gehaltszuwächse, obwohl natürlich auch die Anforderungen wachsen, man eine Fort- und Weiterbildung macht. Also das ganze System der Pflege ist in einem, ich sage es jetzt mal, in einem sehr arztzentrierten Gesundheitswesen, wie es das Deutsche ist und fast nur noch das Deutsche ist, in Europa immer vernachlässigt worden. Das hat was auch mit der besonderen Geschichte auch der Pflege gerade in Deutschland zu tun, auch nach 45, vor 45 und nach 45. Aber wir haben tatsächlich so ein bisschen das Image und es gilt auch dann ganz besonders für die Langzeitpflege, also für die Pflege von älteren Menschen, dass man, und das ist, glaube ich, das Typische für Care-Berufe, dass man eigentlich davon ausgeht, das kann eigentlich jeder. Und mit jeder ist jede Frau gemeint. Nicht etwa jeder Mensch, sondern jede Frau. Man geht davon aus, dass Kindererziehung, das war ja auch lange ein
ein Problem, wo wir in Deutschland weit, weit hinter europäischen Entwicklungen und anderen modernen Ländern zurück waren, was die Kinderbetreuung anging, was die frühkindliche Bildung anging. Dort sind wir immer noch, gibt es immer noch Nachholbedarf. Da geht man in Deutschland, ging man immer traditionell davon aus, dass es eine Frau sowieso kann, aus irgendwelchen Gründen. Genauso ist man davon ausgegangen, dass wenn jemand krank ist und vor allem wenn jemand alt ist und Pflegebedarf, dass es eine typische Tätigkeit für Frauen ist. Und das setzt sich halt in der Bezahlung dieser Berufe eben fort. Wie gesagt, deswegen begrüße ich auch jetzt erstmal diesen Abschluss, weil es tatsächlich eine Aufwertung ist, obwohl es ja, ich sag mal, da ist auch noch Luft nach oben, gerade was die hochqualifizierte Fachpflege angeht. Aber das ist auf jeden Fall, es ist ein guter Anfang, den wir hier haben. Und was mir auch so ein bisschen, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir tatsächlich unterscheiden, auch in solchen Diskussionen wie heute, dass wir unterscheiden zwischen professioneller Pflege und Angehörigenpflege oder eben unbezahlter Pflege. Bei den einen handelt es sich um einen hochqualifizierten Fachberuf und im anderen Bereich auch die Betreuungskräfte nach dem SGB XI sind angelernte Kräfte, sind Assistenzkräfte, aber wir haben die Fachpflege im Krankenhaus, wir haben die in Pflegeheimen und ich gehe davon aus, dass wir zunehmend im ambulanten Bereich gut ausgebildete Fachkräfte mit höchster Qualifikation brauchen, wie das in anderen europäischen Ländern in der Gemeindepflege völlig normal ist, wo zusammengearbeitet wird auf Augenhöhe mit den Hausärzten. Das heißt, in anderen europäischen Ländern sind die Standards von Pflege auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Und in Deutschland diskutieren wir immer noch davon, dass das typische Frauenberufe wären, weil sie eben auch im allen unattraktiv sind. Im gesellschaftlichen Ansehen sind sie unattraktiv, in der Bezahlung sind sie unattraktiv, in den Arbeitszeiten sind sie unattraktiv. Wenn Sie sich überlegen, dass wir in der Altenpflege, im ambulanten Bereich haben wir geteilte Dienste. Das heißt, die Leute sind eigentlich den ganzen Tag im Beruf und haben in der Mitte eine Pause. Wer soll denn solche Berufe, bitteschön, wenn wir die so organisieren, überhaupt ergreifen? Deswegen ist es auch eine Frage des Geldes, ist es aber auch eine Frage, wie eine Gesellschaft bereit ist, solche wesentlichen Berufe so aufzustellen, dass sie tatsächlich auch für alle attraktiv ist, für Männer und für Frauen und auch unterschiedlicher Qualifikationsgrade, auch unterschiedlicher Schulbildung. Wir werden Pflegeberufe brauchen mit einer akademischen Vorbildung. Ich habe, wenn ich noch eine kleine Episode erzählen darf, ich habe neulich den Pflegekammerpräsidenten von Jordanien kennengelernt. In Jordanien ist es so, dass die Ärzte, die Pharmazeuten und die Pflegefachkräfte eine gemeinsame Grundausbildung haben, also sozusagen Bachelorabschluss gemeinsam machen und sich danach erst in ihre verschiedenen Fachrichtungen, also Apotheker oder Arzt oder Pfleger, jeweils in der weiblichen Variante natürlich auch, weiterentwickeln können. Das heißt, es sind internationale Standards, von denen wir in Deutschland leider sehr weit weg sind. Und ich glaube, wir haben die große Chance, da voranzukommen, weil wir sehen, überall, wo ernsthaft auch in Familien über die Arbeitsteilung in Familien geredet wird, dass wir gesellschaftlich schon eine Tendenz haben für eine neue Arbeitsteilung in Familien. Wir sehen zunehmend auch junge Männer, gerade auch in den Gesundheitsberufen, die durchaus nicht mehr bereit sind, zu den gleichen Bedingungen zu arbeiten, auch von ihren, ich nehme mal den Hausarzt in der Einzelpraxis auf dem Land, der irgendwie jeden Tag irgendwie 12 Stunden arbeitet und am Wochenende auch und die Frau kümmert sich um die Kinder, den Garten und die Kirche. Diese Modelle laufen nicht mehr und die jungen Männer wollen das auch nicht mehr und deswegen glaube ich, dass auch partnerschaftliche Beziehungen in den Familien die Möglichkeit, zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man hier zu neuen Formen kommt, aber dafür müssen dann auch die Rahmenbedingungen stimmen. Es kann nicht sein, dass jede Familie jetzt einzeln da um die Anerkennung auch ihrer neuen Art und Weise der Arbeitsteilung in der Familie kämpfen muss. Okay, das war jetzt ein ganzes Bündel an Themen. Wir arbeiten das jetzt gleich der Reihe nach ab. Als Sie eben sagten, bei Pflegearbeit wird immer im Grunde unterstellt, das kann jede, gemeint ist jede Frau. Das, Frau Klammer, ist der Grund im Grunde für diese Unterbewertung, oder? Das heißt, es wird bei das, was Sie eben beschrieben haben, geguckt, was ist eigentlich entlohnungsrelevant und sowas wie Verantwortung übernehmen scheint ganz lange in diesen Bewertungsmaßstäben nicht als entlohnungsrelevant gegolten zu haben. Oder wie kommt es zu dieser Unterbewertung?
Ja, wir gehen davon aus, dass Frauentätigkeiten oft deshalb schlechter bezahlt werden, weil es Frauentätigkeiten sind. Und platt kann man es sagen, wissenschaftlich kann man auch sagen, da steckt die Devaluationshypothese hinter. Das heißt also, dass... Devaluation. Das heißt, dass bestimmte typische Anforderungen von Berufen, die gerade in Frauenberufen relevant sind, oft in Arbeitsbewertungsverfahren gar nicht abgebildet sind. Und dazu gehört typischerweise eben Verantwortung für andere Menschen, sowas wie Empathie, Verantwortung für andere Menschen. Ist typisch, dass, ich weiß nicht, ob es noch der aktuelle Stand war, aber es war immer lange Zeit jedenfalls ein Beispiel, dass der Tierpfleger typisch männlich besser bezahlt wird als die Krankenpflegerin, typisch weiblich. Oder dass Verantwortung für Maschinen viel höher gewertet wird als eben Verantwortung für Menschen. Oder dass bestimmte Tätigkeitsmerkmale, die eher männliche Merkmale sind, doppelt bewertet werden, zum Beispiel physische Kraft oder sowas. Das heißt also, das, was Frauen häufig einbringen und was typische Frauenberufe auszeichnet, wird einfach oft schlecht abgebildet in solchen Arbeitsbewertungsverfahren, wenn es überhaupt Tarifverträge sind, die nach analytischer Arbeitsbewertung Berufe bewerten. Wir haben es hier natürlich auch mit Bereichen zu tun, das sagte ich ja schon, die gar nicht Tarifverträgen unterliegen, wo keine Tarifbindung ist oder wo eben die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien in kirchlichen arbeitsrechtlichen Kommissionen vereinbart werden. Die sind dann auch nicht immer diejenigen, die am meisten zahlen. Das heißt, dass wir eben diese sehr zersplitterte Entlohnungslandschaft überhaupt haben, gerade im Bereich Pflege. Aber es hat einfach mit der Wertschätzung zu tun und da steckt wirklich dahinter, was Frau Schulz-Asche schon sagte, dieses Gefühl, naja, das sind doch Tätigkeiten, die kann eigentlich jeder tun oder jede. Sie haben eben in Ihrem Vortrag eine lange Liste gezeigt mit Stolpersteinen bei der Aufwertung sozialer Dienstleistungen. Also was sind eigentlich die Hindernisse? Warum kommen wir da so schwer voran? Frau Schulz-Asche hat gerade auch noch einige andere Punkte hinzugefügt und differenziert, auch mit Blick auf andere Länder, wo die Dinge anders laufen. Und ein Punkt oder die ersten beiden Punkte in Ihrer Liste, die bezogen sich auf die Personalbemessung. Dass tatsächlich diese große Belastung, die viele Pflegekräfte auch äußern, damit zu tun haben, dass es überhaupt keine verbindlichen Richtwerte gibt für die Personalbemessung. Frau Willer, Sie haben in Ihrer Klinik dafür gestreikt, dass es andere Richtwerte gibt, dass es verbindliche Richtwerte gibt. Sie haben mir, als wir telefoniert haben in der vergangenen Woche, davon erzählt, von Ihrem Arbeitskampf. Schildern Sie das nochmal, wie schwierig es einerseits ist, in einem Bereich wie dem, in dem Sie arbeiten, zu streiken. Das, was jetzt ja auch wieder passierte, wo alle sich fragen, dürfen die das? Jetzt haben doch alles schon so stark gelitten und jetzt legen die Arbeit nieder und ein Streik am Bett ist nochmal moralisch schwieriger wahrscheinlich. Und gleichzeitig haben Sie aber auch was erreicht, nämlich was? Also am Ende gab es eine Vereinbarung, die besser war, zumindest eine Zeit lang war sie besser als die Charité. Das hatte Frau Klammer ja gerade schon gesagt, dass die 2015 damit angefangen haben. Das war also so... so die Ersten, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, die waren so ein bisschen der Leuchtturm für uns alle, die wir gefolgt sind. Und wir haben 2018 11 Wochen streiken müssen, das Uniklinikum Düsseldorf und wir im Uniklinikum Essen. Hauptsächlich Pflegekräfte, aber eben nicht nur Pflegekräfte. Und wir hatten hinterher auch eine Vereinbarung, die 40 zusätzliche Stellen für die Nicht-Pflegekräfte, also Arbeiterbereich und sowas vorsieht. Und nach den 11 Wochen haben wir festgelegte Personalbemessungen gehabt für unser Klinikum. Und die sind jetzt seit 2 Jahren in der Umsetzung mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Wir kämpfen zusammen mit den Kollegen als Personalrat und als Gewerkschaft jeden Tag, dass diese Vereinbarung nicht wieder einschläft und dass sie auch eingehalten wird. Aber also es war auf jeden Fall nach den 10, 15 Jahren der wirklich Depression im Pflegebereich, nicht nur bei uns, sondern in vielen. Mit der Einführung der Fallpauschalen ist es ja wirklich schrecklich geworden. Und die Pflegekräfte aus all den gerade schon gesagten Gründen können ihre Patienten nicht am Bett alleine lassen und können ihre Kolleginnen nicht mit den Patienten alleine lassen. Und
sind vielleicht traditionell, kommen viele auch immer noch aus kirchlichen Krankenhäusern, wo selbst in der Gewerkschaft zu sein schon fast ein Sündenfall ist, wo sie als Frauen vielleicht nicht genauso gelernt haben, sich zu wehren wie ein Automechaniker oder ein Kfz-Schlosser. Und das hat das alles sehr schwierig gemacht. Individuelle Lösungen haben ganz viele für sich gesucht. Und wir haben dann irgendwann mal eben ausgehend von dem Leuchtturm Charité gesagt, das muss jetzt auch bei uns ein Ende haben. Und das ist nicht aus dem Nichts gekommen. Wir haben wirklich über 1-2 Jahre das aufgebaut. Ein paar gewerkschaftliche Aktive, die da wirklich sehr tätig dran waren. Und sind dann am Ende, also wir haben insgesamt 1.900 Pflegekräfte bei uns im Uniklinikum, insgesamt 5.000 Beschäftigte. Und es waren in der Summe 800 Menschen im Streik. Das ist immer noch ein Minderheitenstreik, aber für ein Krankenhaus war das sehr gut. Und es gab wirklich eine extrem hohe Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Streik waren, die aber das trotzdem unterstützt haben. Die ganzen befristeten Beschäftigten, die an so einem Uniklinikum eben sind, die nicht streiken gehen und so. Ja, und nach 11 Wochen gab es dann diese Vereinbarung. Das war, hatte sich keiner von uns gewünscht, aber in dieser Zeit hat es wirklich auch unter den Pflegekräften einen großen Schub Selbstbewusstsein gemacht. Also Leute, die vorher, eine Kollegin hat mir erzählt, sie war noch niemals auf einer Demo vorher in ihrem ganzen Leben und ist dann, hat hinterher mit uns zusammen überlegt, wie man am besten auf der A40 nachts ein Transparent anbringt, ohne dass die Polizei einen erwischt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber doch die falsche Richtung einer Bewusstseinsentwicklung. Aber das zeigt, wie sehr die Leute, die vorher ganz normale kleine Krankenschwestern waren, die sich nichts getraut haben und alles hingenommen haben, hinterher wirklich in den 11 Wochen an Selbstbewusstsein gewonnen haben. Das heißt, einerseits stimmt das möglicherweise in der Breite, was Frau Klammer in ihrem Vortrag gesagt hat, es gibt so ein wenig kollektives Handeln in dem Bereich und einen relativ geringen Organisationsgrad auch, um gemeinsam in den Arbeitskampf aufzuziehen. Sie haben aber was anderes erlebt, nämlich, dass wenn es gelingt, auch vor Ort die Menschen zu mobilisieren, dann kriegt das richtig Wind. Also das kann ich noch, alle Kranken, also nach uns hat das Uniklinikum Saarland abgesprochen, das inzwischen zum Uniklinikum geworden, Augsburg, Jena, Schleswig-Holstein, was kann ich jetzt noch nicht mal vergessen haben. Aber überall, wo es einen Funken gab, der zu einem Feuer geworden ist, sind es Pflegekräfte gewesen, die sich das vorher nicht zugetraut haben, die das dann auch getragen haben, sich dafür einzusetzen, ihre eigenen Arbeitsbedingungen in die Hand zu nehmen. Mhm. Die Bedingungen zu verbessern, dafür gibt es ja ganz unterschiedliche Versuche, auch da anzusetzen und auch die Interessen noch besser und stärker zu vertreten. Ein Vorschlag, der immer im Raum steht, Frau Schulz-Asche, und da würde ich Sie beide bitten, einmal Stellung zuzunehmen, ist eine Pflegekammer, eine Bundespflegekammer, weil Sie sagen, es gibt eigentlich keine Interessenvertretung, die so gebündelt ist und dann auch als politischer Gesprächspartner und als Lobbyvertretung sozusagen auftreten kann. Was spräche dafür, ließe sich das, was Frau Villa gerade geschildert hat, an Engagement und an Interessenvertretung auch in so einer Weise auffangen und verstärken möglicherweise? Ich bin ja eine sehr starke Befürworterin von Kammern. Das hat aber eigentlich jetzt mit der Diskussion, die wir bisher hatten, wenig zu tun, weil ja Frau Villa auch zu Recht darauf hingewiesen hat, dass gerade im Krankenhausbereich tatsächlich, und da hat Corona vielleicht sogar noch auch geholfen, das Selbstbewusstsein sehr viel stärker entwickelt ist inzwischen, auch nach den vielen Jahren des Leids. Sind ja schon die Fallpauschalen angesprochen worden. Die haben dazu geführt, dass die Pflege praktisch völlig aus dem Blickwinkel der Geschäftsführung, und zwar völlig egal, weil ich die Frage im Chat gesehen habe, ob es sich um private oder gemeinnützige oder staatlich-öffentliche Träger handelt. Diese Fallpauschalen haben dazu geführt, dass die ärztliche Leistung eigentlich kaufmännisch relevant wurde für die Abrechnung. Und wir haben auch in Hessen gesehen, dass die Zahl der Ärzte in den Krankenhäusern zugenommen hat, während Pflegepersonal abgebaut wurde. Und diese Logik müssen wir durchbrechen. Wir diskutieren ja jetzt auch über eine mögliche Reform des DRG, des Fallpauschalensystems. Wir reden aber auch über Personalbemessungsinstrumente. Und da geht es nicht, wie gerade die Bundesregierung das tut, um Untergrenzen in bestimmten Fachbereichen, sondern tatsächlich eine Personalbemessung, die gerade beim Pflegepersonal festlegt, wie viele
ausgebildete Fachkräfte für eine bestimmte Anzahl von Patienten eben zuständig sein müssen und vorgehalten werden müssen. Das ist, glaube ich, das, was im Moment ansteht. Und das sind alles Fragen, die man natürlich, die ich eher im Bereich von gewerkschaftlichen Engagement sehen würde und nicht im Bereich der Kammer. Mhm. Bei der Kammer geht es eher darum, und deswegen würde ich, wie gesagt, Krankenhaus ist ein spezieller Bereich, wo auch immer schon die gewerkschaftliche, der gewerkschaftliche Organisationsgrad sehr viel höher war als jetzt in der Langzeit- bzw. Altenpflege. Und wenn ich über Kammern spreche, dann ist das, spielt das sicher auch eine Rolle für die Krankenhäuser. Wir haben ja, die Ärzte sind ja dort auch in Kammern organisiert. Aber was mich besonders umtreibt, und deswegen rede ich immer gar nicht so gerne von Systemrelevanz von Pflegekräften, weil dann sagt man, was für welches System denn, fürs Gesundheitssystem. Aber ich, deswegen rede ich immer von gesellschaftlicher Relevanz, weil wir werden in Zukunft in der Langzeitpflege im Heim, sondern vor allem im ambulanten Bereich werden wir hochqualifizierte Pflegefachkräfte brauchen, die in der Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten und die Versorgung der Bevölkerung auch außerhalb der Heime oder der Krankenhäuser sicherstellen. Präventionsfragen, die Frage von Prävention von Pflegebedürftigkeit, Organisation von, wir haben sehr viele ältere Menschen, die man nennt sie multimorbide, hört sich immer so fürchterlich an, aber die mehrere Erkrankungen haben, die nicht im Krankenhaus sein müssen oder im Pflegeheim, aber die eine gute Betreuung im ambulanten Bereich brauchen. Und deswegen ist meine große Angst, dass wir nicht ausreichend attraktive Plätze gerade außerhalb der stationären Einrichtungen finden sollen und hochqualifizierte Fachkräfte auch und zum Teil auch Akademikerinnen, die sich fort- und weiterbilden, brauchen, die eben eigenständig in der Gemeindepflege arbeiten können, die eigenständig eben auch auf Augenhöhe mit den Hausärzten zusammen, gerade auch im ländlichen Raum oder in sozial benachteiligten Stadtteilen, Pflegefachaufgaben erfüllen. Das Besondere an der Pflege, das ist ja auch immer nicht so ganz klar, was ist eigentlich das Besondere, auch im Gegensatz zu anderen Gesundheitsberufen, die Pflege hat diesen ganzheitlichen Blick auf den Menschen. Das heißt, nicht nur auf seine Defizite, sondern auch auf seine Potenziale. Und diese Herausforderung, die muss man berufsständisch untermauern mit Fort- und Weiterbildung, mit einem Selbstverständnis, was eben, und gerade auf Bundesebene fällt es jetzt wieder auf, wie wenig oder wie sehr eigentlich eine berufsständische Organisation fehlt. Die Bundesärztekammer ist präsent. Ich bin ja auch für Apotheken zuständig. Die sind auch immer präsent. Das heißt, die Kammern vertreten dort auch wirklich die berufsständischen Interessen. Und wenn wir sehen, wie viele Entscheidungen gerade im Gesundheitswesen auf der Bundesebene getroffen werden, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Kammer, die auf Bundesebene die unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Pflegefachberufe vertritt. Und das fehlt. Und das merkt man immer wieder auch bei den, ich sag mal, den Unzulänglichkeiten, die bei politischen Entscheidungen dann gerade auch in fachlicher Hinsicht getroffen werden, zum Beispiel bei der Reform der Pflegeausbildung. Da sind viele Fehler gemacht worden, weil es eben kein einheitliches, starkes Sprachrohr für die Pflege gibt. Okay, ich würde gerne mal einmal zu Ivan Gregoritsch gucken und ihn fragen, was ist bei den im Chat los, bei den Fragen und Antworten, auf welche Themen, zu welchen Themen gibt es Kommentare und welche konkreten Fragen gibt es auch ans Podium? Wir haben einen ganzen bunten Strauß an Fragen, muss ich sagen. Unsere Zuschauerinnen waren sehr aktiv bisher. Es sind insgesamt 7 Fragen. 5 davon betreffen jetzt Pflege, diesen Bereich Pflege, Pflegeberufe direkt, und 2 sind so ein bisschen genereller angelegt. Ich würde vielleicht erstmal die 5 Fragen, die diese Pflegeberuf-Thematik angeht, mal vorlesen. Zum einen haben wir die Frage zur Aufwertung der Pflegeausbildung. Würde eine verstärkte Akademisierung des Pflegeberufes, wie zum Beispiel in Großbritannien oder den USA, nicht die Stärken des deutschen dualen Ausbildungssystems untergraben? Diese liegen ja vor allem in der stärkeren Verknüpfung von Theorie und Praxis und werden international hoch gelobt.
Das ist einmal die Frage, wird die generalistische Ausbildung ab 2020 in der Pflege zu einer Angleichung der Gehälter führen, also hier mit dem Fokus auf die Gehälterentwicklung. Dann haben wir eine Frage, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Einwanderung und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland? Wäre es eine zukunftsfähige Strategie, noch intensiver ausländische Fachkräfte anzuwerben oder löst das langfristig das Problem nicht? Als vierte Frage zu diesem Themenkomplex, die Pflegepersonal, und das ist jetzt eine etwas spezielle Fragestellung, muss ich sagen, die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung aus dem vergangenen Jahr hatte ja zum Ziel, sowohl den Leistungsdruck durch eine obligatorisch notwendige Mindestanzahl von anwesenden Pflegekräften in der Arbeit zu verringern, gleichzeitig dadurch die Qualität der Pflege zu verbessern und, wenn man das sagen kann, die Zufriedenheit der Arbeitnehmerinnen zu verbessern. Jetzt in der Krise ist diese Verordnung außer Kraft gesetzt worden, vorerst bis zum Ende dieses Jahres. Nun wird unter anderem auch vom grünen Sozialminister in Hessen die weitere Verlängerung der Außerkraftsetzung gefordert, da die notwendigen Fachkräfte nicht zu bekommen seien. Wie beurteilen Sie das? Das ist tatsächlich eine etwas speziellere Frage. Und da fehlt mir jetzt noch eine Frage, nämlich... Ach so, inwiefern haben sich die Aufgaben von Pflegenden während der Krise verändert? Also während des Lockdowns waren die Pflegenden die einzigen Kontaktpersonen der Pflegebedürftigen neben den anderen Pflegebedürftigen. Damit dürften seelsorgerische Tätigkeiten bzw. die Sozialkontaktfunktion des Pflegepersonals zugenommen haben. Ist das der Fall? Und wie hat das die Pflege an sich verändert? So, also... Ich schließe erstmal hier diesen Block, diesen ganzen vielen Fragen zum Thema Pflege, Beruf, Personal. Ich würde gerne einmal hinten anfangen und Frau Willer fragen, wie hat sich die Pflege verändert? Also das, was ich fürs Krankenhaus sagen kann, habe ich ja gerade schon gesagt. Also die Bestätigung dessen, dass man weiß, dass man eigentlich mehr wert ist, als man real auf dem Konto hat und auch real an Anerkennung gezollt bekommt. Ich glaube aber, viel relevanter ist das, was in den Altenheimen passiert ist und wie sich da die Pflegekräfte gefühlt haben. Und da ich das nur indirekt natürlich einschätzen kann, kann ich da nicht so richtig viel sagen. Aber ich glaube, also deren Situation und deren Wertschätzung und dann die Rangelei um diese Corona-Prämie, wer kriegt sie und wer kriegt sie nicht und sowas, ich glaube, vom Grundsatz waren die viel, viel schlimmer dran als wir im Krankenhaus in der ersten Welle und haben dementsprechend auch viel mehr das so empfunden, dass sie eigentlich ihre Gesundheit hinhalten dafür, dass sie dann eigentlich dafür nichts bekommen. Aber ich habe nicht in einem Altenheim gearbeitet, ich kann das nicht sagen. Mhm. Dann würde ich gerne einmal kurz bei Ihnen bleiben. Und zwei Fragen bezogen sich ja tatsächlich auf die Ausbildung und die veränderten Ausbildungsforderungen. Wenn Sie das einschätzen sollten, die Akademisierung der Ausbildung, ist es eine Stärkung? Oder ist es das, was auch in der Frage gefragt wurde, bringt es eigentlich die Stärke des derzeitigen Systems in Gefahr, wo Praxis einen hohen Anteil hat? Ja, wenn Praxis nicht die Dümmchen sind, die Bettpfannen tragen und dann gibt es die zwei, drei Akademisierten auf der Station, die gelernt haben, wie das theoretisch geht, dann ist es sicherlich eine Kombination, die gut geht. Ich glaube, Deutschland funktioniert nicht richtig so in dieser Kombination. Also der Schlosser lässt sich auch nach wie vor, muss ich vom Ingenieur sagen lassen, was zu tun ist. Und auch da gibt es das fast wie vor 100 Jahren oder noch länger. Im Krankenhaus ist das ja auch viel extremer insgesamt mit der Hierarchie. Und deswegen, sobald jemand studiert hat, wird das anders bewertet und so weiter und so fort. Das führt eher dazu, dass es eben so eine Aufteilung gibt. Wir haben ein paar von diesen akademisierten Pflegekräften schon bei uns. Es hat sich nicht gut bewährt, meines Empfindens nach. Und die Aufteilung ist auch wirklich schwierig.
zwischen, also man hat dann hinterher fast zwei Berufsgruppen. Aber wir haben nur so sehr wenige davon, deswegen kann ich das auch nur aus meinem kleinen Kosmos berichten. Wir haben nicht Dutzende davon, sodass ich wirklich sagen könnte, ich könnte da was generell zu sagen. Und dann gab es ja noch die Frage zu der Ausbildung. Ach so, nee, das ist Gehälter. Nicht gefragt. Genau, die andere Frage bezog sich darauf, und da sind wir bei der Frage, führt eine veränderte Ausbildung auch zu einer Aufwertung, nämlich wird es da auch eine Angleichung der Gehälter geben? Frau Schulz-Asche, können Sie da was zu sagen? Ja, das hoffen wir ja alle. Ich habe ja, ich sage nochmal was zur generalistischen Ausbildung, weil die Reform, die jetzt in Kraft getreten ist, ist im Prinzip der Versuch gewesen, die Ausbildung, die Fachausbildung nicht voll zu akademisieren, aber zu einem Abschluss über die Generalistik zu erreichen, der vergleichbar ist mit dem europäischen Niveau der Krankenpflegeausbildung. Das heißt, das ist zwar keine akademische Ausbildung, aber der Anspruch ist jetzt der, dass er im Prinzip vergleichbar sein soll mit einem Abschluss, den Sie in Großbritannien machen oder in anderen Berufen, auch wenn es dort akademische sind. Ich bin übrigens auch gar kein so großer Fan von so rein, gerade in der Pflege, von so rein theoretischen Studiengängen, sondern ich finde duale Studiengänge eigentlich ideal für eine moderne, neue, gute Pflege. Wir haben auch in der Pflege gibt es sehr auch wissenschaftlich belegt, sehr gute Formen, die Patientenversorgung sehr viel besser zu organisieren, und zwar durch die Pflege im Krankenhaus. Ein Krankenhaus ist ja überhaupt nur ein Krankenhaus, weil es dort Pflege gibt, sonst könnte man ja auch den Arzt alleine agieren lassen, aber die Pflege wird in Deutschland auch gerade in den Abläufen von Krankenhäusern noch nicht in der Bedeutung gesehen, was zum Beispiel in anderen Ländern unter dem Begriff Bezugspflege stattfindet, dass ein Patient, der in ein Krankenhaus kommt, von Anfang an im Prinzip in Pflegefachkräften, die ihm zugeordnet sind, die seine Ansprechpartner sind, durch den gesamten Krankenhausaufenthalt geleitet werden und die Pflegefachkräfte eigentlich im Vordergrund stehen und die ärztlichen Interventionen eigentlich nur dazugeholt werden, aber die Pflegekraft eigentlich die Hauptansprechpartnerin für den Patienten ist. Das ist eigentlich das, was die moderne Sicht auf Pflege ist, und dafür braucht man eben einen guten Ausbildungsgrad, auch eine sehr vielfältige Ausbildung, die meiner Meinung nach auch ein Studium voraussetzt oder eben eine vergleichbare Berufsausbildung. Und deswegen halte ich, ehrlich gesagt, wäre ich ein großer Fan, wenn man duale Studiengänge in so einer Kombination macht. Im Ausland ist es so, dass in sehr vielen Ländern eben die rein akademische Ausbildung stattfindet. Zur Frage auch gleich der ausländischen Fachkräfte. Wir haben ja, ich sage immer so, wir werden das Problem nicht allein mit ausländischen Fachkräften lösen, was wir mit dem Pflegenotstand haben in Deutschland, aber wir werden es auch nicht ohne schaffen. Und auch da haben wir das Problem, Leute tatsächlich dauerhaft zu finden. Und zwar auch deswegen, weil die Qualifikationen zum Teil wirklich höher sind. Also nicht nur zuletzt akademisch, sondern auch aus anderen europäischen Ländern die Qualifikationen sehr viel höher sind. Was aber der Hauptunterschied ist, der es unattraktiv macht für Pflegefachkräfte, auch europäische Fachkräfte nach Deutschland zu kommen, sind die Aufgabenbereiche, die wir haben. Und das gilt fürs Krankenhaus, das gilt aber auch für den ambulanten Bereich. Wir haben zum Beispiel die Spanier, wir hatten ja mal zeitlang, war ja die Spanier ganz groß im Gespräch, dass wir die jetzt alle hierher holen zu uns, weil es so viele arbeitslose spanische Pflegekräfte gibt. Die sind fast alle zurückgegangen, und zwar nicht, weil sie Heimweh hatten, wie man behauptet hat, sondern weil die fachlichen Anforderungen, denen sie hier als Pflegekraft ausgesetzt waren, nicht vergleichbar waren mit ihrer Ausbildung, mit den Anforderungen, die sie zu Hause hatten. Ich habe neulich eine Gruppe von mexikanischen Pflegefachkräften getroffen, die haben gesagt, sie sind ganz gerne gekommen, weil sie gedacht haben, so ein paar Jahre Deutschland ist ganz interessant, und die haben jetzt Angst, im ganz normalen deutschen eigentlich ganz guten Krankenhaus, aufgrund der eingeschränkten Tätigkeiten, die sie hier ausführen dürfen, dass es für sie eine Zeit der Dequalifizierung sein könnte, was die Rückkehr in ihre Heimatländer erschweren könnte. Das ist, glaube ich, ein Problem, wo wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen, wie wir mit dem deutschen Sonderweg, und es ist Deutschland und Österreich sind der Sonderweg, tatsächlich auf Dauer durchkommen. Wir haben Fachkräfteabwanderung in die Schweiz vor allem, wo auf einem sehr hohen Niveau bezahlt, aber eben auch, was die Anforderungen angeht, die Anforderungen sehr hoch sind. Wir haben sehr viele Fachkräfte. Wir waren neulich in Norwegen. Dort sind sehr viele deutsche Fachkräfte
abgewandert, weil sie gesagt haben, hier kann ich mehr arbeiten, hier habe ich ein ganz anderes gesellschaftliches Ansehen. Und das Erstaunliche war, dass wir in Oslo auch sehr viele deutsche Ärzte gefunden haben an der Universitätsklinik, die gesagt haben, sie sind auch nach Norwegen ausgewandert. Und zwar, weil die Arbeitsteilung in Krankenhäusern auch für Ärzte in Norwegen so ist, dass man hochqualifizierte Fachkräfte hat, mit denen man in Teams zusammenarbeitet. Und diese getrennten Aufgabengebiete, wie wir sie in Deutschland haben, in Krankenhäusern, ihnen eigentlich nicht mehr in die Art und Weise passt, wie ein modernes Krankenhaus funktionieren sollte. Das ist so. Das heißt, wenn wir über Strategien nachdenken zur Aufwertung von Pflegeberufen und Sorgeberufen, Frau Klammer, geht das nur in einem internationalen Kontext oder in einem internationalen Horizont? Würde das bedeuten? Naja, jedenfalls haben wir diesen internationalen Horizont, sowohl in der privaten Pflege, in der Altenpflege, wo wir über die polnischen Pflegekräfte reden, als auch in der Krankenpflege, im stationären Sektor. Insofern können wir nicht im nationalen Container denken. Ich glaube, wir müssen diese Berufe attraktiv machen. Also Frau Schulz-Aschach hat ja schon sehr, sehr einleuchtend da verschiedene Dinge erläutert. Aber wir müssen letztlich auf drei Säulen das aufbauen für die Zukunft. Das eine wird zweifellos sein, die Berufe einfach so attraktiv zu machen und auch in der Wertschätzung so zu vermitteln, dass mehr Menschen diese Berufe hier übernehmen, überhaupt sich für eine Ausbildung, sei sie akademisch, sei sie nicht akademisch, in Deutschland entscheiden. Das zweite ist aber auch, Weiterbildung so zu organisieren und die Arbeitsbedingungen so zu organisieren, dass sie uns nicht alle wieder verloren gehen, weil eines der Hauptprobleme ist ja, dass niemand das durchhält bis zur Rente. Und das liegt natürlich an der Personalbemessung, an den Arbeitsbedingungen und Ähnliches. Wir wissen ja auch, dass viele Pflegekräfte selber sagen, Frau Willer wird es viel besser wissen als ich, dass die 100 Euro mehr vielleicht gar nicht der entscheidende Punkt für sie sind, sondern die Arbeitsbedingungen, vernünftige Arbeitsbedingungen, wo sie die Arbeit so leisten können, wie sie sie für richtig halten inhaltlich und auch so leisten können, dass sie nicht völlig am Ende sind nach wenigen Jahren und dann sich nach was anderem umsehen müssen oder sich weiter qualifizieren in Richtung Akademisierung, um aus dem Beruf letztlich rauszukommen, weil das ist ja etwas, wenn man nicht mehr am Menschen arbeiten will, das ist vielleicht ein Ausweg. So, also die zweite große Strategie muss wirklich sein, wie können wir die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass Menschen da auch gerne und weiterarbeiten und auch in der Lage sind, weiterzuarbeiten. Und der dritte Baustein wird sicher weiter sein, Anwerbung ausländischer Fachkräfte, wo aber Frau Schulz-Aschach schon gesagt hat, dass so einfach, wie wir uns das vorstellen, ist es eben auch oft nicht. Aber ich glaube, auf diesen drei Säulen müssen wir eine zukünftige Strategie entwickeln. Mhm. Frau Willer, einverstanden, dass das Attraktivmachen des Berufsbildes einerseits natürlich mehr Geld bedeutet, aber ganz stark mit der Qualität der Arbeit und auch mit Kompetenzbereichen zu tun hat. Sie haben das eben gesagt, die Praktiker sollen nicht die sein, die Bettpfanne hin und her tragen, sondern es geht darum zu gucken, wie weit gehen eigentlich die Kompetenzen und wie selbstständig und unabhängig können dann auch die Pflegekräfte arbeiten. Was wünschen Sie sich da? Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre ist das in den Hintergrund getreten. Das ist lange Zeit auch als das Selbstbewusstsein über den Beruf und dass das nicht nur ein Hilfsberuf und Assistenzberuf ist, so war das sehr wichtig, so in den 80er, 90er Jahren. Und dann kam eben diese schlimme Zeit mit dem mehr Patienten, schlimmere Krankheiten, noch kürzere Zeit, weniger Personal. Und da ist es in den Hintergrund getreten. Also es ist auch in den Hintergrund getreten, mit noch mehr Geld diese Leistung abzukaufen, das stimmt. Also so, ich sag mal, so 2-3 Jahre bevor der Streik bei uns war, 2018, also 9 von 10 Krankenschwestern haben uns geantwortet, ich will gar nicht mehr Geld. Klammer auf, wenn mehr Geld käme, wäre auch nicht schlecht, aber ich will gar nicht mehr Geld, ich will nur diese unerträglichen Arbeitsbedingungen, diese Hetze, diese Unzufriedenheit, nach Hause zu gehen und nie das Gefühl zu haben, man hat seine Arbeit gut gemacht, das kann ich nicht mehr aushalten und das muss weg. Und das hat alles überschattet, auch die Frage der Beruflichkeit und auch der Qualifikation und so, das lastet alles natürlich noch und in diesen, also ich sag mal, in sehr hierarchischen Krankenhausstrukturen noch mehr als in vielleicht irgendwie
sag mal, in den privaten Krankenhäusern ist es schon nochmal anders als in dem kirchlichen Krankenhaus und in dem kleinen nochmal anders als in dem großen. Aber das hat alles in den Hintergrund gestellt und das ist auch immer noch so. Und damit beantwortet sich eigentlich diese letzte lange Frage zur Personaluntergrenzenverordnung auch von selbst, oder? Also wenn diese Verordnung außer Kraft gesetzt wird, die eigentlich dazu dienen soll, den Leistungsdruck zu verringern, können Sie nichts anderes wollen, als dass natürlich so eine Verordnung nicht außer Kraft gesetzt wird. Frau Schulze, darf ich dazu noch was sagen? Ja, weil das hatte ich vergessen, Entschuldigung. Wir sind dabei, und das ist, glaube ich, aus dieser Diskussion auch ganz gut rausgekommen, wir sind alle dabei, gute Pflege zu definieren. Worin besteht eigentlich gute Pflege? Und wie definiert sie sich auch in der Frage, wie viel Personal steht eigentlich zum Beispiel für bestimmte Patienten mit bestimmten Erkrankungen zur Verfügung? Diese Personaluntergrenzenverordnung macht es nicht. Sie macht es für einzelne Bereiche, die zum Teil auch nicht nachvollziehbar sind, weil dort unter Umständen gar keine sehr hochpflegeintensiven Bereiche, jedenfalls nicht als Regel vorkommen. Und deswegen fordern wir ein Personalbemessungsinstrument für die gesamten Krankenhäuser, also tatsächlich den ganzen stationären Bereich, und zwar nach Pflegeintensität, Herausforderungen der Pflege zu klassifizieren und dementsprechend Personal zuzuweisen. Die Personaluntergrenzenverordnung haben wir deswegen immer schon kritisiert, weil wir sagen, das ist eigentlich nicht der Sprung, den die Pflege braucht, um tatsächlich bei den Arbeitsbedingungen hier an diesem Punkt entlastet zu werden. Dass es im Moment ausgesetzt wird, hat ja damit zu tun, dass wir haben einen extremen Pflegenotstand. Und wenn wir in der jetzigen aktuellen Situation, und das ist ja das Problem, in dem sich auch der hessische Gesundheitsminister wie viele andere eben auch befinden, ist, dass wenn wir in dieser Situation auch noch gezwungen sind, Stationen zu schließen, wo wir ja gerade wieder in der zweiten Welle wieder auch zusätzliche Kapazitäten brauchen, dann deswegen wird darum gebeten, es nicht zu tun, weil die Konsequenzen, und das ist ja richtig, das ist ja auch die Forderung, wenn Personalbemessung nicht eingehalten wird, dann muss es Konsequenzen haben, muss es Strafen geben, aber in der aktuellen Situation, wo die Versorgung von Corona-Patienten im Krankenhaus wieder anzieht, zu sagen, bitte lasst uns jetzt hier nicht diese harten Durchgriffe machen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, wenn wir nicht definieren, wie viel Pflegepersonal für bestimmte Personengruppen, Patientengruppen im Krankenhaus zur Verfügung stehen, dann werden wir keine neuen Menschen finden, die dort reingehen. Wenn man in den Beruf geht, ich habe ja selber 1979 Krankenschwester-Examen gemacht, das war gerade die revolutionäre Zeit in der Krankenpflege, war eine gute Zeit, sage ich mal. Aber wir haben jetzt die Situation, dass junge Leute, die Abitur machen oder die einen Realschulabschluss machen, sich gar nicht mehr überlegen, ob sie überhaupt in die Pflege gehen, weil sie auch genau wissen, dass diese Arbeitsbedingungen, Schichtdienst, aus dem Frei geholt zu werden, also praktisch auch kaum planen können, wie ihre Arbeitswoche verläuft, dass unter den starken körperlichen Belastungen, psychischen Belastungen, mit denen dieser Beruf immer verbunden ist, auch unter Normalzeiten, man nicht in der Lage sein wird, 40 Jahre diesen Beruf auszuüben. Und deswegen brauchen wir auch in dem Beruf selber Fortentwicklungsmöglichkeiten. Also nicht die Frührente ist die Alternative oder der Ausstieg in einen anderen Beruf, sondern wir müssen diesen Beruf so entwickeln, dass man ihn tatsächlich auch sein ganzes Leben lang ausführen kann. Und das kann man eben nicht, indem man im Schichtdienst arbeitet, sondern indem man sich eben fort- und weiterbilden kann und dann in Bereiche eben auch gehen kann, die auch möglich sind, ohne Schichtdienst zu arbeiten. Wir haben ja so Bereiche, der öffentliche Gesundheitsdienst, der jetzt auch im Fokus steht, da hat man ja eben nicht diese Schichtdienste. Also es gibt ja schon Einsatzgebiete auch für die Flachpflege, aber eben sehr, sehr wenige. Und deswegen muss man diesen Beruf tatsächlich als Ganzes so aufstellen, dass man eben eine Grundausbildung hat und dass man die Möglichkeiten hat, sich in diesem Beruf weiterzuentwickeln und neue Aufgaben zu übernehmen. Das ist, glaube ich, was neben dem Geld und den Arbeitsbedingungen selbst die Attraktivität eines Berufs ausmacht. Und an dem fehlt es wirklich in Deutschland ganz extrem. Und ich sehe auch noch nicht so richtig die Aufbruchssignale, auch in diesem Bereich der Aufwertung, der fachlichen Aufwertung nach vorne zu gehen.
Genau, das wäre jetzt die sich daran anschließende Frage, wann und wo und durch wen kann das passieren? Also an welchen Stellschrauben müssen wir dafür drehen, damit da tatsächlich auch eine andere Richtung eingeschlagen wird? Aber ich würde gerne zwischendurch noch mal einmal zu Ivan Gregoritsch gucken, um zu fragen, gibt es Fragen und Antworten, die noch offen sind, die wir auf jeden Fall noch mitnehmen sollten? Genau. Es waren noch zwei Fragen übrig geblieben von vorhin. Eine ist etwas spezifisch, da kann wahrscheinlich die Frau Klammer am besten mal kurz darauf antworten. Da geht es um die Methodologie beim Gender Pay Gap. Wie genau ermittelt man den eigentlich? Nicht alle Gehälter sind ja öffentlich einsehbar, beziehungsweise es wird noch immer sehr damit hinterm Berg gehalten, wie viel man verdient. Ist der Gender Pay Gap dann am Ende sogar zu niedrig angesetzt? Also könnte es sein, dass Sie da noch im Grunde zu mild sind. Und die andere Frage ist so eine grundlegende Frage, so eine systematische mehr. Würde es etwas bringen, Krankenhäuser vermehrt wieder zu verstaatlichen? Denn durch die Privatisierung ist ja bekanntermaßen starker Effizienzdruck entstanden und Krankenhäuser sparen, nicht zuletzt am Personal. So. Also die Gender Pay Gap Frage an Frau Klammer, die Systemfrage stellen wir Ihnen allen, ne? Ja, das Erhebliche oder das Wichtige ist erstmal zu wissen, weil das oft durcheinander geworfen wird, dass der Gender Pay Gap eben auf Stundenlohnbasis beruht und da und nicht etwa auf Durchschnittslöhnen jetzt zum Beispiel von Frauen und Männern. Und da müssen wir uns natürlich auf die amtliche Statistik verlassen. Wir haben verschiedene Quellen für also die Löhne abbilden, Lohn- und Gehaltsstrukturstatistik und so weiter. Das heißt also, klar, wenn also Löhne, die nicht erfasst sind, weil es zum Beispiel aus der Schattenwirtschaft ist, Schwarzarbeit oder die nicht abgebildet sind, die können wir hier auch nicht einrechnen. Ich habe selber noch nicht darüber nachgedacht, ob das vielleicht, wenn wir sie wüssten, dazu beitragen könnte, dass der Gender Pay Gap noch größer ausfällt. So ist nicht ganz unplausibel, wenn wir davon ausgehen, dass gerade Frauen auch oft in nicht formalisierten Arbeitsverhältnissen arbeiten oder eben in nicht deklarierten Arbeitsverhältnissen oder, was ja auch oft üblich ist, vielleicht einen Minijob haben und noch schwarz dazu arbeiten, weil eben unsere Rahmengesetzgebung so ist, dass es auch Anreize dafür gibt. Es wäre durchaus möglich, dass der Gender Pay Gap dann tatsächlich noch höher ausfallen würde. Ja, gute Anregung, darüber nachzudenken. Die Frage, die zweite Frage war, die würde es Sinn machen, das System, also Krankenhäuser zum Beispiel, Pflegeeinrichtungen zu verstaatlichen, um rauszukommen aus diesem Wettbewerbsdruck und diesem Preisdruck, der durch die Privatisierung auch entstanden ist, Frau Schulz-Asche. Ja, ich kann sagen, ich wollte noch ganz schnell was zum Gender Pay Gap sagen. Und zwar ist ganz frisch der Hessische Lohnatlas veröffentlicht worden. Kann ich nur empfehlen, der ist also wirklich jetzt ganz taufrisch Anfang Oktober veröffentlicht worden, der sich auch mit den konkreten Fragen direkt auf Hessen bezogen befasst, auch sehr interessant ist. Stadt-Land-Gefälle, warum verdienen Akademikerinnen weniger als Akademiker? Und eben auch diese Care-Beruf-Frage. Also ganz, wirklich ganz interessant, kann man sich angucken auf den Seiten vom Sozialministerium. Zur Verstaatlichung. Ich glaube, das ist unabhängig davon, dass vielleicht nicht im Moment der Zeitpunkt ist, über Verstaatlichung und Enteignung zu reden. Aber ich halte es auch nicht für das Hauptproblem. Wir haben, bin ich schon darauf eingegangen, die Fallpauschalen haben dazu geführt, dass alle Träger sich angefangen haben, irrational zu verhalten, weil die Leitung, also praktisch die Krankenhausorganisation, nach rein ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Systematiken aufgestellt wurde. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist. Deswegen macht es eigentlich wenig Unterschied, wie das Haus geführt wird. Erstmal macht es keinen, weil da letztendlich dieser Druck
und dieser ökonomische Druck tatsächlich in allen Krankenhäusern entstanden ist und immer zu Lasten der Patientenversorgung und eigentlich auch und vor allem auch des Pflegepersonals gegangen ist. Ich hatte es vorhin kurz gesagt, durch die Aufwertung der ärztlichen Tätigkeiten ist auch im Bewusstsein, im betriebswirtschaftlichen Ablauf, das Bewusstsein für die Bedeutung der Pflege völlig verschwunden, weil es in diesen Abrechnungen eben nicht dargestellt wurde. Deswegen sind ja jetzt auch eine der Reformen, die Anfang des Jahres noch stattgefunden hat, sind ja die Pflegekosten werden ja jetzt aus dem DRG-System herausgezogen, um eine eigenständige Abbildung der Pflege auch in der Finanzierung von Krankenhäusern zu haben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir zu wenig richtige, wirklich patientenorientierte Qualitätskriterien haben, weil das muss das Entscheidende sein. Ein Krankenhaus oder ein Krankenhausträger, der hohe Profite erwirtschaften will, der kann eigentlich in unserem System, was ja finanziert wird über Versicherungsleistungen, kann es nur bei der Qualität einsparen. Und deswegen ist das ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich sage, in dem Moment, wo tatsächlich es möglich ist, hier große Gewinne auszuschütten, muss es Probleme in der Qualität geben und die müssen identifiziert werden. Dafür haben wir ja auch entsprechende Instrumente. Und dann, finde ich, muss man aber auch brutaler durchgreifen, als es bisher der Fall ist. Wir brauchen eine klare Bewertung. Wir haben ein System, das ist mehr oder weniger öffentlich, wenn auch durch Versicherungen, aber die sind ja vorgeschrieben, refinanziert. Das unterscheidet uns ja von USA oder von Großbritannien, das ist ein bisschen ein anderer Fall, aber von USA auf jeden Fall. Das heißt, man kann eigentlich Gewinne in großem Maße nur realisieren, indem man an der Qualität spart, am Personal spart, an der Ausbildung des Personals spart, und zwar sowohl des ärztlichen als auch des pflegerischen und auch der anderen Bereiche. Aber die Tendenz, möglichst billig alles anzubieten und möglichst alles zu verlangen, haben wir auch in öffentlichen, in kommunalen Häusern, auch mit Qualitätsverlusten und auch in gemeinnützigen. Von daher wäre ich da ganz vorsichtig. Und in der aktuellen Zeit, wie gesagt, wir haben eher ein Problem, wie wir die Gesundheitsversorgung und die Pflege für die nächsten 40 Jahre aufgrund der demografischen Entwicklung sicherstellen. Also auf Anwachsen von gesundheitlichen Problemen auf der einen Seite und Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Da müssen wir eher dazu schauen, wie wir es wirklich schaffen, dass alle zusammenarbeiten, jeder in seiner Funktion und das auch gut tut. Und dann sind wir, glaube ich, gut beschäftigt in der aktuellen Situation. Genau, das Thema wird sowieso viele Menschen noch ziemlich lange beschäftigen. Und mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, wir müssen so langsam zum Ende kommen und ein Ende finden. Ich glaube, die Knackpunkte und die Problemlagen sind sehr deutlich geworden und auch die Baustellen, die es tatsächlich gibt in diesem Feld, um zu einer Aufwertung zu kommen. Frau Klammer hat am Ende ihres Vortrags gesagt, wir brauchen, damit wir in dem Punkt weiterkommen, einen neuen gesellschaftlichen Konsens, auch über die Bedeutung von Sorgearbeit, über die Bedeutung von sozialen Dienstleistungen. Ich würde gerne eine kurze Schlussrunde machen mit Ihnen dreien und Sie bitten zu beschreiben, wenn Sie einen nächsten Schritt gehen sollten, ein nächstes Gegenüber, einen nächsten Strategieschritt hin zu einem solchen Wandel, zu einem neuen gesellschaftlichen Konsens. Was würden Sie sich als nächstes wünschen? Was muss gelingen? Frau Villa. Wir waren in dem Streik bei Amazon in Rheinberg und wir waren im Streik unter anderem in den Nahverkehrsbetrieben hier in Essen. Und selbst ein Polizist hat mir auf einer Streikdemo gesagt, eigentlich, es geht ja um Personal, eigentlich müsste ich mit Ihnen hier zusammen demonstrieren. Uns geht es ja auch nicht anders. Ich bin nicht so der große Freund der Polizei normalerweise, aber ja, das heißt, das Problem ist kein Problem, was nur die Pflege hat und was die Krankenhäuser haben. Das Problem, glaube ich, ist auch nur gesamt zu lösen, wenn die abhängig Beschäftigten, die überall einem hohen Arbeitsdruck ausgesetzt werden, in den letzten 10, 20 Jahren enorm gestiegen ist. Ich glaube, dass man kann
in einzelnen Auseinandersetzungen, so wie wir. Ne? Wir haben das unser eigenes Schicksal selber in die Hand genommen und haben gesagt, wir machen jetzt, wir holen uns ein bisschen von dem zurück, was die uns genommen haben. Aber insgesamt sind das ganz viele andere Branchen, die es auch betrifft und wo auch die Leute immer geknechteter arbeiten müssen. Und das, glaube ich, ist nicht nur einfach in so einem kleinen Krankenhaus in Essen oder in einem kleinen Krankenhaus in Berlin zu lösen. Mhm. Frau Schulz-Asche, was wäre Ihr Wunsch? Was muss als nächstes gelingen, damit ein solcher Konsens erreichbar ist, ein solcher Wandel möglich ist? Kurze Antwort bitte. Ja, ich glaube, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wir müssen es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen, diese Care-Arbeiten zu tun. Dazu gehören die Berufe, die Aufwertung der entsprechenden Berufe. Dazu gehört die familiäre und Arbeitsteilung. Und dazu gehören auch Strukturen. Wir haben mit der Kinderbetreuung, glaube ich, schon sehr wichtiges, auch eine wichtige Struktur, die strukturelle Unterstützung von Familien in der Kinderbetreuung bekommen. Und ich würde mir wünschen, dass was Ähnliches, nämlich wirklich auch eine strukturelle Unterstützung von pflegenden Angehörigen und pflegenden Partnern im Pflegebereich stattfinden würde, die dann von professionell ausgebildeten, gut ausgebildeten Fachkräften unterstützt werden. Das ist eigentlich mein Traum. Das heißt, dass wir wirklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, egal ob man sich um Kinder kümmert oder ob man sich um die Eltern oder die älteren Partner kümmert. Das wäre mein Traum und dazu brauchen wir strukturelle Investitionen auf kommunaler Ebene. Das wäre mein großer Traum von einer besseren Zukunft für die, wie gesagt, nächsten 40 Jahre sind unser Hauptproblem. Mhm. Frau Klammer, Sie haben die These in den Raum gestellt. Was ist, wenn Sie Ihre Forschungen betrachten und auch dass die Strukturen und das politische Feld in den Blick nehmen, was kann als nächstes gelingen? Ja, bei Forschung haben wir verschiedene Pläne, aber ich will jetzt eher mal die politische Ebene in den Mittelpunkt rücken. Und wenn wir uns bewusst machen, dass, wenn ich richtig informiert bin, wir ungefähr 600.000 Beschäftigte in sozialen Dienstleistungsberufen haben, in Deutschland und wenn wir VW uns ansehen, dann sind 600.000 weltweit. Trotzdem machen wir einen Autogipfel sofort und warum machen wir keinen Pflegegipfel und gucken uns mal wirklich die Pflegebedarfe an? Das wäre also so mein politischer Wunsch. Ein Pflegegipfel kann als nächstes stattfinden, oder Frau Schulz-Asche? Das könnte ein Projekt sein und viele andere Vorhaben werden Sie alle drei weiterhin auf Ihrer Agenda haben. Das Thema bleibt Ihnen vermutlich noch ziemlich lange. Ich danke Ihnen für das Gespräch, für die Diskussion, allen, die jetzt dabei sind, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen, dabei sein. Und Herr Gregoritsch von der Heinrich-Böll-Stiftung, hat der das letzte Wort jetzt? Hat er nicht? Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Danke auch, tschüss.